Kapitel 22 Abschnitt 5 Die Gabelung des Weges. Gelangt ihr an den Ort, an dem die Gabelung des Weges deutlich sichtbar ist, könnt ihr nicht weitergehen. Ihr müsst den einen oder anderen Weg einschlagen. Denn wenn ihr jetzt den Weg gerade weitergeht, den ihr vor der Gabelung gegangen seid, gelangt ihr nirgendwo hin. Der ganze Zweck, so weit zu kommen, war, zu entscheiden, welchen Weg ihr jetzt einschlagen wollt. Der Weg, den ihr gekommen seid, spielt keine Rolle mehr. Er kann euch nicht mehr dienen. Niemand, der so weit gelangt ist, kann die falsche Entscheidung treffen, obwohl er sie hinauszögern kann. Auch gibt es keinen Teil der Reise, der hoffnungsloser oder vergeblicher erscheint, als dort zu stehen, wo der Weg sich gabelt und sich nicht zu entscheiden, welchen Weg man gehen will. Schwierig erscheinen nur die ersten Schritte auf dem richtigen Weg, denn ihr habt euch entschieden, wenn ihr auch vielleicht noch denkt, dass ihr umkehren und euch anders entscheiden könnt. Dem ist nicht so. Eine getroffene Entscheidung, die von der Macht des Himmels unterstützt wird, ist nicht mehr aufzuheben. Euer Weg ist entschieden. Wenn ihr das anerkennt, wird es nichts geben, was euch nicht gesagt wird. So steht ihr hier an diesem heiligen Ort vor dem Schleier der Sünde, der zwischen euch und Christi Antlitz hängt. Lasst ihn gelüftet werden. Hebt ihn gemeinsam hoch, denn nur ein Schleier ist es, der zwischen euch steht. Jeder für sich wird ihn als einen massiven Block sehen und nicht merken, wie dünn der Vorhang ist, der euch jetzt trennt. Doch in eurem Bewusstsein ist er fast vorbei und der Frieden hat euch sogar hier erreicht, vor dem Schleier. Und bedenkt nur, was danach geschehen wird. Die Liebe Christi wird eure Gesichter erhellen und von ihnen aus in eine verfinsterte Welt leuchten, die das Licht nötig hat. Und von diesem heiligen Ort wird er mit euch zurückgehen und weder diesen Ort noch euch verlassen. Ihr werdet seine Boten werden und ihn sich selber wiederbringen. Denkt an die Schönheit, die ihr sehen werdet, der ihr mit ihm geht. Und denkt nur, wie schön ihr dem anderen erscheinen werdet. Wie glücklich werdet ihr sein, dass ihr zusammen seid, nach einer derart langen und einsamen Reise, die ihr allein gegangen seid. Des Himmels Pforten, die euch nun offen stehen, werdet ihr jetzt den Kummervollen öffnen. Und keiner, der auf den Christus in euch schaut, wird nicht frohlocken. Wie schön der Anblick war, den ihr hinter dem Schleier saht und den ihr mit euch bringen werdet, die müden Augen derer zu erhellen, die jetzt so sehr erschöpft sind, wie ihr es dereinst wart. Wie dankbar werden sie sein, wenn sie sehen, dass ihr zu ihnen kommt und ihnen die Vergebung Christi schenkt, um ihren Glauben an die Sünde zu vertreiben. Jeden Fehler, den du begehst, will der andere Bruder sanft berichtigt haben. Denn in seiner Sicht ist deine Lieblichkeit seine Erlösung, die er vor Schaden schützen möchte. Und jeder wird seines Bruders starker Beschützer sein, vor allem, was sich zwischen euch beiden zu erheben scheint. So sollt ihr mit mir, dessen Botschaft noch nicht jedem gegeben wurde, die Welt durchschreiten. Denn ihr seid hier, dass sie empfangen werde. Das Angebot, das Gott macht, ist noch immer offen, wartet jedoch darauf, dass es angenommen wird. Von euch, der ihr es angenommen habt, wird es empfangen.
In eure verbundenen Hände wird es sicher gegeben, denn ihr, der ihr es mit anderen teilt, seid seine willigen Hüter und Beschützer geworden. Allen, die Gottes Liebe miteinander teilen, ist die Gnade gegeben, die Geber dessen zu sein, was sie empfangen haben. Und so lernen sie, dass es für immer ihres ist. Alle Schranken verschwinden, wenn sie kommen, so wie auch jedes Hindernis, das sich vorher aufzurichten und ihren Weg zu versperren schien, schließlich überwunden wurde. Dieser Schleier, den ihr gemeinsam lüftet, öffnet den Weg zur Wahrheit für mehr als nur für euch. Diejenigen, die die Illusionen aus ihrem Geist wegnehmen lassen, sind die Erlöser dieser Welt, gehen mit ihrem Erlöser durch die Welt und tragen seine Botschaft der Hoffnung, der Freiheit und Befreiung von Leid zu jedem, der ein Wunder zu seiner Erlösung braucht. Wie leicht ist es, dieses Wunder jedem zu schenken? Keiner, der es für sich empfangen hat, könnte es schwierig finden. Denn dadurch, dass er es empfängt, hat er gelernt, dass es nicht ihm allein gegeben wurde. Das ist die Funktion einer heiligen Beziehung, gemeinsam zu empfangen und zu geben, wie ihr empfangen habt. Solange ihr noch vor dem Schleier steht, sieht es schwierig aus. Doch streckt nur eure verbundenen Hände aus und berührt diesen scheinbar so schweren Block. Dann lernt ihr, wie leicht eure Finger durch seine Nichtigkeit gleiten. Es ist keine massive Mauer. Nur eine Illusion steht zwischen euch und dem Heiligen Selbst, das ihr miteinander teilt.